Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. So, und wir müssen uns ein bisschen um die Tiere kümmern heute. Die Kuhställe müssten, habe ich jetzt, ja, die erste Tour Mist schon weggefahren, aber da ist allein im zweiten Stall so viel Mist noch drin. Also, durch das ganze Vorspulen. Wo willst du denn jetzt abladen? Links wäre doch eigentlich okay. Oder ist voll? Haben wir ja noch gar nichts mehr produziert. Mist ist voll. Oh, wow. Was machen wir dann mit dem Mist? Wir können noch mal zum Rinderfarm fahren und ansonsten zur BGA, würde ich sagen. Dann fahren wir den jetzt erstmal zum Rinderhof für die Gewächshäuser. Ja, und hier müssen wir wieder Tiere abholen. Gehen wir mal hier wieder rum. Da habe ich nämlich ein bisschen was ausgestellt. Zack. Dann können wir hier ganz normal. Wir haben hier im ersten Stall 300 Tiere drin. Müssten eigentlich jetzt mal kurz zum Schlachter springen. Einmal kurz zum Schlachter. Ob hier noch Platz ist. Oh, auf jeden Fall ist hier noch Platz. Die haben einiges abgearbeitet. Rinderfleisch ist voll. Schweinefleisch ist voll, meine ich, voller LKW-Ladung. Hier liegt auch noch ein bisschen Schnee rum. Nee, da bin ich ja verkehrt hier. Also können wir die Jungtiere. Aufladen. Hier musste ich auf einmal noch Bäume wegmachen, weil ich auf einmal in der Halle Bäume hatte. Ich weiß nicht, woran das jetzt wieder lag. Ja gut, haben wir ein bisschen Hackschnitzel. Oh, Vollmilch könnten wir sogar noch mal eine Ladung abholen. Ansonsten ist nicht jetzt hier voll. Da kriegen wir aber genau 16 Paletten raus. Passt. Sind wir ja doch nicht umsonst hingefahren. Aber nächstes Mal müssen wir noch Moment warten für die nächsten Paletten. Aber Milch ist ja auch noch genügend da, also alles im grünen Bereich. Kühlhaus bitte. Ja, hier bin ich gerade. Oh, da vorne liegt auch schon wieder Mist. Obwohl ich mal einspiele. Und hier haben wir ein bisschen Pflanzenschutz.
verteilen wir hier mal. Schauen wir mal. Ich meine, hier ist noch was drin, aber hier drüben bei den Tomaten fehlte es schon. Genau, hier haben wir nur noch einen Stern. Pflanzenschutz rein. Ja. Oh, schon zu weit. Können wir auch mal ausmachen. Ich glaube, geht auch komplett rein. Pflanzenschutz. Ja, 50.000. Würde ich sagen, dann beliefern wir mal jedes Gewächshaus mit einer Ladung. Saatgut ist auch nicht mehr viel drin. Paletten und Leerkartons. Okay. Jetzt warten wir noch einen Moment, dann schicken wir den nämlich wieder zurück. Pflanzenschutz. Können wir den auch füllen, sag ich mal. Fahrt zum Pflanzenschutzausgang und fahr damit zum So, was hast du geladen? Ach, du hast schon auf was abgeladen durch das Speichern. Ich glaube, du hattest Steine geladen, genau. Vom Zementwerk. Wir hatten ja gesagt, wir liefern noch eine Ladung Steine an. Dann sind wir über 50% und der Rest wird dann verkauft. Also ab zum Zementwerk, Palettenausgang. Da. Schauen wir mal, ob wir den Mist hier loswerden. Ansonsten geht er dann zur BGA. Den Mist würde ich jetzt nicht am Global Market verkaufen. Weiß gar nicht, was hier noch reingeht. Oh, nicht mehr viel. Mal schauen wir mal. Wir haben ja noch drei Stellen, wo wir es loswerden könnten. Das könnte ja auch für uns bedeuten, wir könnten auch uns nochmal Gewächshäuser hinstellen. Auf jeden Fall eins mit Tomaten. Oh, hier wird er leer. Okay. Dann switchen wir mal auf den Hintern um. Oh, hier geht noch einiges rein. Und
da können wir noch mal hin. Also. Abladen. Die Tiere nicht zu lange im Anhänger bleiben müssen. Stück bestätigen und bitte wieder zurück. Oh, hier steht jemand im Weg. Dann kannst du auch zum Schlachter, da haben wir ja gesehen, dass ein paar Produkte fertig sind. Palettenausgang. Und dann sollte sich der andere ja auch in Bewegung setzen. Ist der hier jetzt in der Seite gefahren? Auf jeden Fall hast du dich nicht aufgefüllt, gut. Dann könnte es auch mal tanken fahren, aber das machen wir bei der nächsten Chose. Tabak ist hier nichts mehr. Aber Tabak dürften wir noch auf Lager haben. Um momentan kein Fahrzeug um Tabak zu fahren. Aber gut. LKW ist beim Schlachter angekommen, genau. Die erste Rinderfleisch wieder hier raus. Was kostet eigentlich Leder? Leder war doch richtig hochpreisig, ne? Leder, Leder, hier, Leder. 5000 habe ich da gesehen. 5376. Wir haben 100.000 hier, 80.000 würden wir verkaufen. Heide Witzka, also. Das ist dann schon eine Menge, was wir kriegen würden. So, die eine noch. Ab zum Kühlhaus wieder. Ach, der wartet schon. Okay. Müssen wir die Plane mal eben wegmachen. Ach, hat er sogar. Das sah von innen so aus, als wäre die Plane noch dran.
Jetzt ist da drunter Mist gespawnt. Jetzt lässt er sich ganz bescheiden fahren. Kriegen wir den noch weiter ausgezogen? Ja, das ist nicht so toll. Lädst du denn noch ab? Gut. Dann machen wir dich mal ganz klein. Und gucken wir, dass wir dich hier hochgefahren bekommen. Das mit dem Drehschemel dann da rein. Schauen wir mal, wie das geht. Wenn nicht klappt, dann mache ich das offline. Aber eigentlich so ein bisschen kann man ja doch schon mit der Zeit. So, jetzt müssten wir doch eigentlich da was reinkriegen. Ich stehe ja jetzt nicht. Komm, da brauchen wir auch nicht so hoch machen. Ist der enge Anhänger bestimmt schon voll. Ich hätte doch den leeren nehmen können. Oder? Ja, der ist voll. Dann schnappen wir uns den zweiten und schauen mal, ob wir den auch so gut da reinbekommen. So. Ja. Passt das so? Kommt, geht mal an die Seite hier. Ihr wollt auch einen sauberen Stall haben. Hm.
Wir das erstmal leer machen oder frei machen. Das sammelt endlich auf. Was ist da für eine Kollision drin? Ist er raus. Müssen wir das halt so machen. Ah, und viel ist es ja nicht mehr. Wenigstens in dem Bereich. Ja, klar. Lauf du Förderband hoch, genau. Ausbruchsversuch von einer Kuh. So, dann haben wir den doch Stall schon so gut wie sauber. Ups. Können wir jemand wieder zumachen? Du hast aber noch Platz. Gut. Deswegen haben wir dich auch noch hier stehen. Damit wir auch wieder das Förderband rauskriegen. Das ist eine Schaufel, vielleicht ein bisschen mehr. Ah, auf jeden Fall mehr als eine Schaufel. Den Rest hier auch noch weg, im vorderen Bereich, wenn das geht. So, und jetzt müssten wir eigentlich durchziehen können. So. Der Stall ist sauber. Da können wir hier vom Förderband was mitnehmen. Scheint nichts, nicht mehr was rauszukommen. So, dann heißt, wir haben Kuhstall 1 mit den 60 Tieren sauber. Ne, jetzt aber. Geh vom Förderband runter. Ziehen. Dabei geht's dir doch hier so gut. Hm.
Machen wir auch Tür zu, damit du gar nicht erst rauskommst. Dann können wir das Förderband schon mal rüber. Und dann, da wird der Haufen nämlich noch höher sein. Sauber gemacht hatten wir den Kuhstall nämlich auch schon. Man sieht ja jetzt schon, da die Kühe hochstehen. Vielleicht kann man dann den hinteren Anhänger doch noch voll machen. Oh, guckt doch mal an, was für ein Haufen Mist da ist. Aber wir können ja mit denen jetzt anfahren. Was ist das von der Höhe hier? So, jetzt schauen wir mal zu dem anderen. Hier noch einmal Schweine zum Schlachter. Dass der immer weiß, dass er noch Akkord machen kann. So, du gehst auch zurück. Oh, du bist losgeworden, aber hier kriegst du nichts Neues. Okay. Dann schauen wir mal. Wo ist denn der Punkt? Da, der ist vielleicht zu. Der könnte vielleicht noch einen Tick nach vorne. Fahre ich mal zurück. Füllt auf. Dann wird den weggeschoben. So. Dann würde ich sagen, schicken wir den nämlich nicht zu 1 jetzt, sondern zu 2. Geht das noch? Ja. Und hier können wir nochmal Steine aufladen. Sorten spielt hier jetzt keine Rolle. Wir hatten ja 2x16 rausgelassen. Also haben wir mit den 2 Lieferungen auch alles weg. Werkstatt, Eingang, Marsch. Und alles, was jetzt hier produziert wird, wird verkauft. Also, und da können wir einige Fahrten machen. So, liebe Freunde, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein,
hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. Ciao, ciao.